Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, der zweiten Folge seit dieser extrem langen Pause, aber da muss ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Wir sind jetzt gerade auf der Suche nach diesem riesigen Wesen. Bam, Dreck 3, so wollen wir es haben. Okay, die machen ja alle überhaupt gar keinen Schaden mehr, Alter. Das lohnt sich ja gar nicht. Ah, wir wollten noch das Team einteilen. Habe ich gerade noch im Kopf, dass wir das so machen wollten. Und ich wollte eigentlich das Licht anmachen, weil nämlich das Licht hier ziemlich scheiße ist. Ich brauche unbedingt so ein Studio-Ring-Gedönses, damit meine Cam ein bisschen besser beleuchtet wird, weil das ist echt schrecklich. Genau. Repede zum Beispiel brauchen wir nicht. Dann nehmen wir Judith und anstatt Carol... Oh. Wir müssen Carol mitnehmen. Gut. Ah, da mussten wir langlaufen, okay. Ich weiß, dass wir die Stadt verlassen müssen, aber ich gehe zugrunde. Also, warum kommt Judith eigentlich mit? Es hat sich eben so ergeben. Und ich bin halt nackt. Hallo. Ich habe nichts gegen ein paar zusätzliche Reisebegleiter, aber wir müssen uns ein bisschen mehr anstrengen. Wie weit gehen wir denn? Heliod wird wohl unser nächstes Ziel. Also mindestens bis dahin. Was? Sollen wir uns ein bisschen ausruhen, sobald wir aus der Stadt sind? Einverstanden. Okay, okay. Aber weiter jetzt. Klingt ja jetzt fast nach einem freien Abenteuer. Oh, das ist sowieso nur ein Vieh. Das haben wir instant getötet. Die hat schon einen affengeilen Kampfstil, ne? Muss man schon sagen. Die Judith. So, und dann werden wir uns mal ein bisschen im Kochen üben. Ha! War sogar erfolgreich. Ein Problem ist, ich weiß gerade echt nicht, wo Heliod ist. War Heliod... Wir haben doch bestimmt irgendwo eine Karte, oder? Wir haben halt da oben die Karte, ne? Aber ich meine... Was war nochmal Heliod, Alter? Ah, schade. Ich dachte jetzt, wir kriegen noch den zweiten Kampf hin. Vielleicht ist das auch einfach die letzte Stadt, die wir vor dieser Stadt hatten. Muss ich mal nachgucken. Ich bekämpfe hier auch ein paar Viecher, weil wir sicherlich auch wieder ein paar Mats brauchen. Ich bin ja hier runtergegangen, also kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es hier lang geht. Ich gucke aber trotzdem gerade mal nach, wie die Stadt da vorne heißt. Also ich weiß noch, die Viecher muss ich auch eine Folge lang farmen. Diese Insektenviecher mit dem da, das Ding da hinten rechts. Cool, ich will auch. Nein. Was? Spitze Ohren oder was? So. Okay, ich glaube nicht, dass das Heliod ist, aber wir gucken mal. Der Turm der. Ach nee, das war der Turm der Zahnräder. Ach, da waren wir sogar als letztes. Alles klar, okay. Ich hab so. Nee. Heliod war nicht diese Stadt, wo wir die Barriere wieder errichtet haben. Heliod war irgendwas anderes. Aber mal gucken, wir gehen jetzt einfach... Ah, da vorne, wird doch grün angezeigt, das Ziel. Was war jetzt mit der Pause? Könnte ein guter Zeitpunkt sein. Sieht also aus, als würde uns niemand mehr folgen. Ja, so im Regen, klar, wir haben kein Zelt dabei, passt. Woher willst du das wissen? Intuition nehme ich an. Intuition? Egal, der Ort ist in Ordnung. Lass uns ausruhen. Ich weiß noch nicht mal warum. Alle volles Leben, volle Magiepunkte. Wenn wir Zeit für eine längere Pause haben, sollten wir uns Gedanken über unsere Gilde machen.
Was hast du nur mit Pausen? Was hoffst du mit deiner Gilde zu erreichen? Erreichen? Ich möchte, dass unsere Gilde richtig groß wird. Und dann eines Tages treten wir in die Fußstapfen des Don und schützen Dangrest selbst. Auf diese Weise kann ich ihm meine Dankbarkeit dafür zeigen, dass er die Stadt beschützt hat. Das ist ein wunderbarer Traum, Carol. Ich werde immer zum Boss halten. Boss, meinst du mich? Du hattest diese verrückte Idee als Erster. Vermutlich hast du recht. Also, was steht auf der Tagesordnung? Sich zu beruhigen. Ja. Hört sich lustig an, wie ihr über Gilden redet. Warum trittst du nicht auch bei Judith? Warum nicht? Würde ich wohl zugelassen werden? Am wichtigsten ist es, die Regeln der Gilde zu achten. Wer die Regeln bricht, wird schwer bestraft. Auch Freunde und Familie. Harter Typ. Die Regeln sind der Stolz einer Gilde. Es wird niemand zugelassen, der nicht feierlich gelobt, sich an sie zu halten. Und was sind die Regeln deiner Gilde, Carol? Alle müssen alle unterstützen und immer im Interesse der Gilde handeln. Immer bemüht sein, das Richtige zu tun und die bestrafen, die das nicht tun. Wie meinst du das? Alle für die Gilde und die Gilde für alle. Im Namen der Gerechtigkeit und zur Bestrafung der Ungerechten. Jedermanns Meinung wird gewürdigt, solange sie nicht gegen diese Regeln verstößt. Yuri, das wollte ich gerade. Stimmt's, Boss? Alle für die Gilde und die Gilde für alle. Ja, das ist es. Das sind unsere Regeln. Das werden von nun an auch meine Regeln sein. Das war aber eine schnelle Entscheidung. Ja, ich bin neugierig geworden. Alle für die Gilde. Das hört sich gut an. Nun denn, ich gelobe, die Regeln einzuhalten im Namen der Gilde. Was ist mit deinem Partner? Danke der Nachfrage, aber das ist schon in Ordnung. Dein Partner? Ein Freund, mit dem ich früher gereist bin. Ja, der Drache. Ich wusste nicht, dass da jemand war. Von heute an sind wir deine neuen Partner, Judith. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Uff. Ich will... Okay, machen wir Schluss für heute. Ja, fast vergessen, wie fertig ich bin. Und gepennt wird. Okay, jetzt regnet es ja wenigstens nicht mehr. Okay, Judith will auf jeden Fall... ich spreche einfach mal mit jedem hier. Oh, Yuri. Hey, schläfst du nicht? Nein. Ist irgendwas? Nein, ich habe nur gerade über unseren nächsten Zug nachgedacht. Ja, ich hatte nicht einmal gedacht, mit euch weiterreisen zu können. Ich versuche immer noch zu entscheiden, ob ich das sollte. Du wirst alles in diese Gilde legen, nicht wahr? Was? Du wirst alles in diese Gilde legen, nicht wahr? Ich würde ja zu gerne mit dem Strom schwimmen, aber ich habe sie Flynn gegenüber erwähnt. Es gibt kein Zurück. Carol scheint glücklich zu sein. Ich bin etwas neidisch. Oh, möchte Ihre Majestät die Prinzessin unserer bescheidenen Gilde beitreten? Wenn ich dich fragen würde, würdest du mich aufnehmen? Wenn du gut darüber nachgedacht hast, werde ich dich nicht aufhalten. Ja, du hast recht. Ich sollte gut darüber nachdenken. Nun, denk nicht zu sehr darüber nach. Wie kann ich mich entscheiden? Ja, halt richtig, ne? Wie, du schläfst nicht? Ach, war so kaputt und jetzt pennt der Junge nicht mal. Nein, ich habe über einen Namen für unsere Gilde nachgedacht. Ich lasse mir etwas Cooles einfallen. Klar, ich bin schon gespannt. Yuri? Hm? Ich dachte gerade, wir haben unsere Gilde gegründet, ohne zuerst auf ihre Regeln zu schwören, oder? Ja, aber das haben wir doch vorhin getan, oder? Keine Sorge also. Ja. Yuri? Was gibt's? Hast du diese Regeln erfunden oder hast du die irgendwo von ihnen gehört? Definitiv gehört. Die sind mir so eingefallen. Warum? Sind sie nicht gut? Oh nein, überhaupt nicht. Nur, das waren genau die Regeln, an die ich auch gedacht hatte. Ich bin wirklich glücklich, dass wir beide eine Gilde gegründet haben, Yuri. Jetzt werd aber nicht schmalzig. Was ist? Ich habe einen Namen. Die super ultra tapferen Krieger. Das hört sich ganz nach Captain Carol an. Wirklich, den nehmen wir. Genau.
Alter, ernsthaft? Ich hoffe, den nehmen wir nicht. Ich hoffe, da kommt noch irgendwas anderes. Danke. Wofür? Du bleibst auf, um Wache zu halten, oder? Nein, ganz und gar nicht. Du weichst mir aus. Das sagt die Richtige. Ach, seltsam. Ich dachte immer, ich sei ziemlich gerade heraus. Ernsthaft? Du hast noch nicht einmal den Grund genannt, weshalb du in die Gilde wolltest. Weil ich es nun mal wollte. Das ist alles? Nein. Solange sie den Regeln der Gilde nicht widersprechen, werden alle Wünsche respektiert, richtig? Keine Sorge. Ich sagte, ich halte mich an die Regeln. Und das werde ich tun. Aber auf meine Weise. In Ordnung. Aber eines Tages werde ich dich dazu kriegen, mir den wahren Grund zu nennen. Es war also kein Zufall, dass du in Dangrest warst. Ja, das war's. Ehrlich. Ist das nicht toll? Sicher toll. Danke. Fürs Wachhalten? Für das Gespräch? Die ist komisch. Oh, Repede habe ich noch vergessen. Repede, du hältst auch Wache, was? Also, wir haben eine Gilde gegründet. Wir sind ein zusammengewürfelter Haufen, aber das wird schon. Uff. Du bist unsere Nummer 2. Versuchst, den Boss nicht zu schwer zu machen. Uff. Du solltest dich auch etwas ausruhen. So, jetzt habe ich ja alle, oder? Ich muss wahrscheinlich jetzt selber rasten, oder? Ich weiß, da Mathe. Okay. Jetzt bin ich natürlich wieder zu doof, weil ich schon wieder so lange nicht gespielt habe, weiß ich nicht mehr, wie das geht. Speichern, laden, konfigurieren. Es hat keinen Sinn, alleine rauszugehen. Ja, ich weiß, ich habe aber jetzt auch schon mit allen geredet. Was wollt ihr von mir? Wie auch immer, ich muss antworten, oder? Lasst uns alles geben. Man konnte doch irgendwie diese dämliche Matte hier verwenden. Eine einfache Matte zum Schlafen unter freiem Himmel stellt 25%. Da, ich kann es aber momentan nicht verwenden. Das stört mich ein wenig. Okay, hier kann ich ja nur... Ja, wissen wir Bescheid. Fertigkeiten, Strategie, Kochen... Oh, du möchtest also noch weiterspielen? Wie langweilig. Harte Worte. Ich bin gerade etwas überfordert. Was meinst du? Ich soll dir vertrauen, dass du auf uns aufpasst? Wuff. Ah. In Ordnung. Dann ruhe ich mich etwas aus. Danke, Repet. Ich hoffe, wir finden etwas Arbeit jetzt, da wir unsere Gilde gegründet haben. Ruhig, Brauner. Also Estelle, was wirst du nun tun? Ich möchte nach diesem sprechenden Monster suchen. Wenn es hinter mir her war, möchte ich wissen, warum. Du findest keine Ruhe, bis du es herausgefunden hast, was? Aber wie willst du das anstellen? Wie kannst du ein Monster suchen, wenn du keine Ahnung hast, wo? Ich dachte, du wärst für alle Informationen bezüglich Monstern zuständig. Frag mich nicht, so etwas habe ich noch nie gesehen. Das war kein Monster. Sein Name ist Pharaoh. Pharaoh. Weißt du was über ihn? Ich habe ihn gesehen, als ich mit meinem Freund gereist bin und mein Freund kannte seinen Namen. Weshalb kennt dein Freund den Namen von so etwas? Wo habt ihr ihn gesehen? Es war auf dem Kontinent Desier, in den Sanden von Kogor. Das ist der Kontinent im Südwesten von Talbika. Der Kontinent von Desier, die Wüste. Man marschiert doch nicht einfach so in eine Wüste, weil jemand ein Monster gesehen hat. Da hat er allerdings recht.
Ich frage mich, ob das Märchen... Märchen? Ich habe im Schloss davon gelesen, ein Märchen über ein sprechendes Monster in den Sanden von Kogor. Solche Geschichten gibt es viele. Wie die von dem Monster im Meer, das zu Leuten spricht. Ich glaube, es ist andersherum. Andersherum? Es gibt solche Kreaturen, aber sie wurden zum Stoff einer Legende. Wie in dem Sprichwort, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Ja, aber du hast doch nicht vor, dich ganz allein zu diesem Ort, zu einem Ort wie diesem aufzumachen, Estelle. Wenn wir diese kleine Bodyguard-Operation nicht mitmachen, zieht sie wirklich alleine los. Was meinst du? Betrachten wir das als ersten Auftrag für unsere Gilde? Hey, du hast recht. Wir würden gegen unsere Regeln verstoßen, wenn wir sie allein gehen lassen. Das stimmt. Aber wenn das ein echter Job ist, müssen wir ihn Estelle berechnen. Um Geld brauchen wir uns nicht zu sorgen, oder? Nein, keine Ausnahmen. Ohne Geld kann man keine Gilde betreiben. Ich fürchte, ich bin gerade etwas knapp bei Kasse. In diesem Fall können wir uns doch später etwas ausdenken. Ich zahle die Gebühren, versprochen. Lass uns alle zusammengehen. Okay, sieht aus, als wäre das geregelt. Weißt du, das ist eine Freundin von denen und der Typ will trotzdem Geld. Also Carol ist echt... So können wir alle die Reise fortsetzen. Also dann, super ultra tapfere Krieger, schwärmt aus. Was ist das? Wie? Das ist der Name unserer Gilde? Damit können wir nicht losziehen, wir brauchen einen einfachen Namen, etwas Knackiges. Oh, wirklich? Also... Wie wäre es mit Heldenmutige Vesperia? Das ist der Stern, der am Firmament am hellsten leuchtet. Der hellste Stern? Cool! Heldenmutige Vesperia. Gefällt mir, den nehmen wir. Okay, abgemacht! Lasst uns im Hafen von Torim ein Boot nehmen und dann über den Ozean reisen zum Kontinent von... Mist, ich hab zu schnell weggeklickt. Wolltest du nicht bei Heliod eine Pause machen? Ach, wozu denn? Außerdem können wir nicht nach Torim ohne Heliod zu durchqueren. Ich würde auch gerne sehen, was da alles passiert ist, seitdem das Blasti außer Kontrolle geriet. Ja, das wäre echt verrückt. Okay, wir machen nur einen kurzen Halt und sehen uns in der Stadt mal um. Okay. Zuerst nach Heliod und dann per Boot von Torim nach Desir. Okay, ich versuch's nochmal. Heldenmutige Vesperia, schwärm aus! Wuff. Carol hat den folgenden Titel erhalten. Anführer der heldenmutigen Vesperia. Hört sich irgendwie an wie Wespe. Okay, hier sind die Mobs sowieso viel zu schwach. Ich glaube, ja komm, den nehmen wir noch mit. Von denen haben wir ja auch noch nicht so viele getötet. Vielleicht haben die noch was Anständiges dabei. Okay, selbst die machen nur einen Damage. Ob seinem letzten Bossfight bin ich der Einzige, der gestorben ist. Ist irgendwie auch ein bisschen traurig. Ah, Mann, immer dieser Misserfolg beim Speermeister. Okay, da habe ich jetzt zu schnell weggeklickt. Ja, wir müssen ja wirklich durch Heliod. Merke ich gerade, wenn wir da rechts raus wollen. Oh nein, sieht die Stadt nicht weniger geschäftig aus als vorher? Ja, der Ort ist eher wie eine Geisterstadt. Jetzt, wo du es sagst, vielleicht... was ist los? In Dangrist habe ich gehört, dass die Bauarbeiten hier so brutal sind, dass die Leute in Scharen davonlaufen. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Interessant. Sie muss etwas dagegen tun. Wie meinst du das? Man kann es in ihrem Gesicht sehen. Wenn das der Fall ist, sollten wir in der Gaststätte die Strategie besprechen. Außerdem müssen wir noch die Blastia überprüfen. Ja, und es ist nicht so, dass Estelle den Dingern ihren Lauf lassen kann. Man kann die Probleme anderer nicht einfach ignorieren, oder? Schon gut, ich weiß. Also, gehen wir in die Gaststätte. Er kann sich richtig begeistern. Er ist so glücklich, dass er eine Gilde mit Yuri gründen konnte. Ich habe das nicht nur wegen Carol gemacht. Aber du nimmst seine Gefühle wichtig, oder nicht? Also, naja. Komm schon, wir sollten schnell zur Gaststätte.
So, aber reden wir erstmal mit den Wachen hier und sowas, wenn die neue Texte haben. Sind Ideale nichts weiter als Ideale? Die Leute wurden müde und haben die Stadt verlassen. Okay, der hat auf jeden Fall einen neuen Text. Egal wie hoch du geklettert bist, es wird immer noch einer über dir sein. Für uns alle gibt es unüberwindliche Mauern. Das ist auf jeden Fall das von den, meine ich zumindest von den Rittern. Oder war das von den Rittern? Ich bin mir gerade unsicher. Ich spreche sowieso mit jedem, komm, scheiß drauf. Hey, du da, Herumlungern ist verboten, beweg dich. Ich möchte als Ritter kündigen, aber ich will auch nicht beim Wiederaufbau der Stadt helfen. Aber es gibt nichts anderes zu tun. Super. Was für eine faule Sau. Richtig faule Sau. Ah, Gaststätte sind, ist doch Gaststätte. Und Laden. Vielleicht gibt es da ja irgendwas Neues. Hier können wir auf jeden Fall erstmal speichern. Seufz, schon wieder Nachtschicht. Ich kann mich nicht mehr ärgern. Ich habe aufgegeben. In dieser Stadt ist etwas faul. Ihr wollt wissen, was los ist? Ritter sind an Vertraulichkeit gebunden. Ich darf es nicht sagen. Erstmal. Herzlich willkommen. Ich habe eine neue Waffenlieferung erhalten. Bitte seht euch um. Ah, geht doch. Ja, vorher machen wir erstmal eine schöne Synthese. Oh. Das bringt den auf 57. Blauer Drache plus 1. Ah, wir haben quasi den blauen Drachen ausgerüstet, okay. Ist S-Doc plus 1. Macht auch unser Fräulein stärker. Okay, der hat gleich 57, also braucht er das nicht mehr. Das bringt den ja nur auf 43. Oh, 24, Stachelhammer. Okay, jetzt sind wir natürlich, ne, da müssen wir uns jetzt merken, dass der auf 57 geht. Okay, wir kriegen auf jeden Fall unsere Zauberin wieder, weil sonst würden wir hier die ganzen Sachen nicht finden. Kotaro 2 Alpha, Kotaro 2 Beta. Ja. Wobei, warte mal. Okay. So, dann haben wir jetzt einen 28er. Oh, 48, 64. 64, was brauchen wir denn da? Spinnennetz, okay. Ja, dann würde ich fast schon sagen, dass wir eher das Kurama. Mittelgroße Tasche. Da brauchen wir mystischen Stoff für, okay. Wissen wir aber jetzt nicht, woher wir den bekommen. Boah, sonst gibt es hier nichts. Gucken wir mal, wie es hier aussieht. Schutzhelm plus 7. Den müsste ich dreimal herstellen. Habe ich aber auch genug für. Der macht's halt bei allen etwas höher, ne? Ein gut verarbeiteter Hut in dieser Qualität werden sie heutzutage nicht mehr gefertigt. So. Hartkettenpanzer. Gucken wir mal, was wir hier noch so haben. Kampfgewand können wir auch nicht herstellen. Oh. Langer Mantel. Okay, das war es. Was haben wir da noch Schönes? 50%ige Chance aus Vermeidung. Gift, Vermeidung. Ja, wir haben eigentlich schon relativ gute, ne? Und außerdem findet man auch relativ gute da, von daher. Ach toll, man hätte selber ausrüsten können. Das ist natürlich komplett bescheuert jetzt, ne? Beste Ausrüstung. So. Okay, kaufen. So. Erstmal wieder alles reinschlucken. Ne, ist wichtig, wichtig, meine lieben Freunde. Zitronengummi. Aber auch nur drei Stück von. Boah, okay, das ist gerade echt teuer. Wir sollten aber auch mal wieder was verkaufen, wenn ich ehrlich bin. So, das würde... Ach toll, der Basilat, weißt du, um 1. Also da müssen wir jetzt keine 3700 für ausgeben. Wäre voll übertrieben. Hier hätte man auch einen Spitzhut kaufen können, sich gerade. Ist aber auch alles Müll.
Gute Lederstiefel, der Umhang des Vertrauens für Diebe, erhöht Beweglichkeit, erhöht Fluchtgeschwindigkeit. Ist also alles nicht so ganz geil. So, verkaufen. Tränke sollten wir nicht verkaufen. Da bin ich natürlich wieder ein bisschen... Okay, den Säbel können wir auf jeden Fall verkaufen. Guck dir mal, 175. Alter, nee, die muss ich verkaufen. Da 191 minus 175, 163, 132. Boah, ich habe noch richtig viel Scheiße hier im Inventar. Okay, Schärpe weiß ich jetzt nicht, kann ich momentan nicht beurteilen. Bogen kann ich auch nicht beurteilen. So, den Rest behalte ich einfach noch, weil ich es halt wie gesagt nicht beurteilen kann. Den Buckler kann ich verkaufen, das kann ich verkaufen. Das Buch leider noch nicht, aber das Halsband. Meistens bringt sowieso nur was, das zu synthetisieren bzw. zu verbessern, was ich auch anhab. So, jetzt haben wir auch wieder 44.000, läuft also. So, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, wir sind ja eigentlich voll, ne? Wir haben ja quasi... Gut, dann werden wir nämlich jetzt speichern. Und dann ist meine, beziehungsweise unsere Folge für heute auch schon wieder abgehakt. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Unten in der Box noch ein paar Informationen, wie zum Beispiel die TwitchCon, Gamescom, alles mögliche dazu. Wir werden da sein. Und ja, dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Regelmäßigkeit wird wieder aufgenommen. Ciao.